Ja, und Hallöchen, Freunde, zurück zu Heroes of the Storm. Mit mir und den Johannes. Und zwar in Schnellsuche diesmal. Ja, hi. Gut, ich liste euch schnell auf hier und währenddessen werde ich ganz schnell hier. Der liebe Johannes spielt den Raynor und ich spiele den lieben Volstead. Hast du was zu sagen? Nö. Okay. Und es geht los. Die Spiele beginnen, ne? Genau. Lass die Spiele beginnen. Meine Fähigkeit ist. Oh Gottes Willen, mit gegnerischem Team ist ja auch vollstet. Unten rot. Gegner. Blau wir. Okay, da brauche ich unbedingt einen, der mir hilft. Weil gegen drei Leute möchte ich mich nicht antreten. Obwohl, das kann ich hin vielleicht noch. Nein, ich hab's nicht hingekriegt. Das war jetzt so überheblich von mir. Den Gegner falsch einschätzen. Das ist bei mir jetzt gerade der große Fehler gewesen. Ich werde jetzt unten erstmal den Kontrollpunkt einnehmen, erstmal, dass wir erstmal freie Sicht haben da unten erstmal. Und gleich wo ich gelandet bin, habe ich gleich was zerstört. Wunderschön. Immer noch drei Spieler da oben. Oh, mit denselben Tricks geht er gerade in den Angriff. Und ich habe ihn umgebracht, den Volstead. Okay, Leute. Es sieht nicht schlecht aus für mich. Aber von unten kommt einfach keine Sau. Ja, das ist ja so, die wollen dich ja wirklich strategiemäßig einprägen hierbei. Aber was heißt, wenn jetzt ein Weg jetzt nicht von den Helden herrscht, dann wissen sie das sofort. Da gehen sie sofort runter und nutzen diese Chance mal aus. Das Problem ist, es ist keine Strategie, eine Seite komplett auszulassen. Es ist keine Strategie. Nee, das meine ich ja nicht. Das ist dämlich. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen eigentlich. Das wollte ich eigentlich anders meinen, wollte ich das. Wollte ich eigentlich gar nicht mal sagen. Wollte sagen, eigentlich mehr so, die vergessen das mitzunehmen, da gehen sie meistens zu den größeren Gruppen, die schon drei Leute haben fast. Und da bemerken sie es nicht und da kann schon mal vorkommen, dass sie es nicht mitnehmen und dann, ja, machen dann den Salat. Gehen sie dann runter an dem Punkt oder in die Mitte oder hoch, wo gerade frei ist und das nutzen sie ganz schön aus dann. Die wollen ja nur Punkte abstauben. Genau. Okay, ich gehe runter zu den Tribut, weil der Tribut ist wirklich sehr wichtig, diesmal auch in der Schnellsuche. Schnell holen. Werden schnappen ohne Kappen. Das war unerwartet. Geräusch. Boah, drei Leute, Alter, das ist übertrieben. Hardcore ist das einfach nur. Okay, der hat schon mal sein. Ah, die haben ihre besten Fähigkeiten eingesetzt. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Oh, mein Furia und der Tyrande, ey. Alter. Ernsthaft. Er hat kein Mana mehr, ich muss es ausnutzen, ne? Ich hab's auch ausgenutzt. Man muss es sofort ausnutzen, ne? Wenn derjenige kein Mana mehr hat. Alles klar, ey. Ah, die Tyrande, hol ich mir noch! Nein, die hol ich mir nicht mehr. Ah, ich bin hier reingeflogen noch! Okay, Leute, das war jetzt sehr knapp gewesen, ne? Hey, den hol ich mir. Ja, den Raynor wollte ich mir noch holen. Die lassen die linke Seite also die untere Seite komplett aus. Das ist total dämlich. Das ist keine Strategie.
Das habe ich doch nicht gemeint, dass es eine Strategie ist, vorhin die Ver Ja, für die, bemerkt, für die ist bestimmt eine Strategie. Achso, wenn das jetzt so ist, ja, das glaube ich auch. Es ist keine Strategie, immer zu sterben an dem Punkt. Okay, das ist jetzt ein bisschen hart für mich. Das bedeutet, ich muss jetzt ein bisschen zurückziehen und mich wieder zurück, also zurückziehen in die Base. Altar. Auf den Altar. Mann, ich mach's mir manchmal zu schwierig, irgendwas zu sagen. Ist ja auch manchmal so. Ja. Mal Freunde, mal. Und der ist schon tot, der Vollstead, der gegnerische. Hat er nicht unrecht, ist auch schon ein bisschen einfach gewesen, der Vollstead, der gegnerische. Muss ich mal kurz zurückziehen. Und ich werde sagen, die Tyrande überlebt's nicht mehr. Und ich hab den Hammer hingeschmissen. Er schmeißt und er siegt. Zielt und schießt. Und trifft. Und die Tribute hole ich mir auch. Krieg ich Unterstützung von dir? Ich bin gerade unten. Achso, du bist ja ein Nubarak, bist du ja. Hm. Ich dachte, bist du Raynor. Und ich bin's gewohnt, dass du immer mit Raynor rumläufst. Heute mal nicht. Naja, ist ja auch keine schlechte Idee, mal jemand anders immer auszuprobieren, oder? Hm. Weil somit kann man auch wissen, welcher Held am besten liegt. Okay, das muss ich jetzt ganz schnell machen. Und mir den Arsch retten. Oh, der hat mich getroffen, zum Glück. Also du machst unten deinen Job ganz schön gut, finde ich. Unverwundbar. Zitadelle sind unverwundbar. Aber man kann die Dings zerstören, das ist gut. Man kann die Zitadelle nicht zerstören, nur das vorgeht leider. Ja, erstmal ist auch gut so, da können wir wenig durch. Ja, das ist auch sehr gut, finde ich. Das heißt, ich muss das sofort ausnutzen, schnell. Ey, die Zitadelle ist unten komplett down, wir haben sie schon fast tot. Die Force. Ja, oder so. So, und kaputt. Okay, ich werde jetzt auch in der Mitte durchbrechen, werde ich jetzt. Alles klar. Ich muss das jetzt schnell machen und es ist nicht mehr aktiv. Ist nicht mehr aktiviert, schade. Nee, ich hätte das schneller machen müssen, das hat sich jetzt nicht geklappt. Aber ich krieg's vielleicht auch hin. Ja, alles klar, ich bin tot. Bin direkt gestorben. Naja, da teilen wir uns wenigstens einen Tod miteinander. Übrigens, wenn das zu lange geht, also ab 35 Minuten, mach ich aus. Also dann wird's mir zu viel, weil ich keine 400 MB hochlade. Bei mir kann ich es locker leisten. Also bei mir werdet ihr vielleicht so eine Länge vielleicht sehen, aber in dieser Runde glaube ich weniger. Wir werden mir glaube nur 20 Minuten hinkriegen, das höchste maximal. Oder? Seid ihr da mal nicht so sicher? Vielleicht nur. Also gab das auch Spiele, die sahen einfach aus, haben aber dann eine Stunde dran gesessen. Na, stimmt, da wieder. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Heroes, ne, Company of Heroes? Das habe ich mal gehört. Das ist halt so ein zweites Strategie, jetzt zweiter Weltkrieg, Strategiespiel, ne? Ja. Und da musst du halt deine Base aufbauen, Truppen vorschicken, Territorien einnehmen, damit du Ressourcen kriegst und so weiter und so fort, ne? Da haben wir mal gegen KI gespielt und die KI war auf Experte. Die KI, wir haben zwei Stunden, komplette zwei Stunden verbracht, unser Ding zu verteidigen. Okay. Ja. Ich hab voll getroffen, aber ich stehe gerade richtig am Abgrund. Die Tyrande halten mich sehr wenig. Ja. Wieso läuft? Da läuft's eben. Ach Leute. Dieses Vorverteidigen musst du doch gar nicht. Das Vor kann sich auch selbst verteidigen. Na alles klar, ey, das gibt's auch. Das ist fast so wie LOL, wenn du Schnellsuche spielst. Das verreckst einfach direkt. Gab es wo bist du gerade verreckt eigentlich von wem? Ganz unten. Wen? Von was? Na, weiß ich doch nicht mehr.
Und diesen komischen Scheiß-Typ, der fliegt. Ach, Vollstedt. Wenn ich spiele gerade. Die haben uns gerade umzingelt, deswegen. Ich wusste es jetzt gerade, dass jemand da ist, deswegen muss ich mich mal konzentrieren. Oh, ich hab den Boss erwischt! Wollte ich nicht. Aber es ist ja auch Übungssache, es ist ja reine, oder? Das wäre gut, wenn ihr Idioten da oben jetzt mal runterkommt. Wir sind doch unten schon. Runter zu Base hinten. Und nicht vorne. Weil da sitzen sie nämlich alle gerade und ich kann. Wisst was? Mach doch hier ein Ping. Ein Ping drauf. Also mit G kann man das nehmen. Und mit, wenn du G halt, das kannst du egal welche Art von Ding machen. Von Ping. Ja, genau. Also den hier meinst du, der fliegt. Der ist schon tot. Hau den um! Wo ist er hin? Achso, du hast ihn eingewickelt, nie bekommen. Geh weg. Na, klasse. Ui, das ist jetzt wirklich. Oh! Ne, jetzt geht rein und macht den Scheiß, ey, ganz ehrlich. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Ich unterstütze dich jetzt dabei. Oh, ich war nicht jetzt vorgefahren, der hat sein Ulti. Rückzug! Ich werde empfehlen, unten den schönen Tribute zu sammeln. Wegen, dann sind die ganzen Forts geschwächt und man kann jedes Fort einzeln ausradieren, dann das wäre gar nicht mal so schlecht, wäre das. Okay, ich ziehe mich zurück, auch wenn ich noch volles Leben habe, fast. Aber ich gehe jetzt mal auf Bar sammeln. Ich kann es mir nicht nochmal riskieren, nochmal zu sterben. Okay, was macht der Arthas hier? Das Männer macht das nicht so umständlich. Das ist nicht so umständlich hier. Oh, freue mich schon, wenn die nächste Tribute kommt. Nicht die Tribute vom Pan, das wird keine Werbung. Oder überhaupt eine Pute. Okay, es ist schon angeschwächt. Das Söldnerlager hat nicht mehr viele. Aber es sieht nicht schlecht aus, die Runde, finde ich. Was sagst du dazu? Alter, komm, weg. Wollte jetzt mal gucken, ob du das hinkriegst. Oh, gleich wenn es gespawnt ist, habe ich das gleich aufgenommen. Das war's jetzt mit dem Force. Wir werden jetzt durchreißen. Hä? Ach, das sind welche. Oh! Du legst dich mit dem Falschen an, mein Freund. Ja, alles klar. Was wurdest du jetzt gerade getötet? Von denen wohl. Von Vollstedt. Wie schön heißt, Übung macht der Meister. Aber sowas frustriert einfach, ey. Das glaube ich dir, aber. Tun so, als wie oft ich gestorben bin. Tun sie so, weißt du, als wären sie vollen Low-Bobs und dann töten sie einen innerhalb von ein paar Sekunden. Alles klar. Das kriegen sie wirklich hin. Ich wäre auch fast gestorben. Ich möchte nur noch das Vor niederreißen, wenn es geht. Alter, der hat mich getroffen sogar. Na, oh, wenn die Gott. Vor und keine Gnade. Vorrennen, keine Gnade zeigen. Es steht schon da kurz davor, die ganzen Zitadelle wird belagert. Und jedes Vor ist ausradiert. Das alles bedeutet, klar. Wir sind alle tot. Beziehungsweise die sind alle tot.
Ja, toll, ich stehe gerade richtig ungünstig. Zieh zurück, ich komme zu dir. Warte! Gerade wo du den einsetzt. Tja, meine Aufgabe halt, weißt du? Als Spinne. Ja, als Spinne. Ey, die gehen direkt alle auf mich. Alle. Die waren auch auf mich gegangen, so ist das nicht. Nee, das sind gerade drei Leute auf mich gesprungen. Ja, weil ich gerade abgehauen bin. Okay, ich muss mich ganz schön zurückziehen jetzt. Aber es wird was, Leute. Was machen die denn da? Kaffeekränzchen. Hey, Rhino. Mach auf. Hallo. Nein, du sollst nicht helfen, du sollst in einer reinhauen, wenn er schläft. Meine Mädels, was kann ich nicht leiden? AFK stehen und einfach das Team in den Stich lassen. Es gibt oder? Noch schlimmere Leute, die stehen ja zum Beispiel, es gibt solche Server, ne? Das hat ja auch mal Matt Knopf erwähnt, dass es solche Server gibt, wo du Dings sammeln kannst, ne? Was sammeln da stehen sie, ja, so EP oder Erfahrungspunkte, ne? Da stehen sie meist den ganzen Tag nur dämlich rum und Erfahrungspunkte zusammen. Den ganzen verschissenen Tag. Jetzt greift die Scheiß-Zitadelle an. Achso, das war zum Beispiel jetzt bei. Michael greift die Zitadelle an. Ja, es ist gerade schwierig. Ich habe gerade den Morat-Team bei mir und dadurch gerade richtig fett weggekickt. Und der hat mich, der hat mich. Ich hau den um jetzt. Ich hau den jetzt um, wenn es sein muss. Und du jetzt greifst das vor an. Egal was jetzt ist. Egal was jetzt ist. Endlich. Ja, es hat geklappt. GG. GG. Na gut. Habt ihr jetzt kann man das nicht mehr schreiben. Alter. Hast lang nicht mehr. Hast du nicht noch einem. Das war jetzt deine erste Runde in Schnellsuche gewesen. Ne? Mhm. Aber gut gespielt, muss ich sagen. Hast ich aber trotzdem sehr tapfer gemacht. Für mich so auch. Leute, ich werde euch schnell die Statistiken zeigen. Wow. Ich bin der Beste. Alles klar. Wir haben schon 22 Uhr. Alter. Wie schnell doch der Tag vergeht. Das ist schon schade, dass es sehr schnell wie es umgeht. 11 Kills habe ich gemacht. An zweiter Stelle kommt hier natürlich der liebe Raynor. Als letzter nennen wir natürlich jetzt Arthas. Ah, du hast dich auch sehr tapfer geschlagen. Du bist ja sogar der Zweitbeste, Jojo. Der Zweitbeste, warte mal, wie kann man das nochmal sehen? Ach scheiße, ich bin ja rausgegangen. Zweitbeste mit den EP bist du. Also ja, ich bin auch drinnen bei den Statistiken, verfluchtes Teil. Jorande ist die Drittbeste bei den Kills und du bist natürlich der Vorletzte bei den Kills. Aber das ist auch normal. Bei Anubarak. Also Tanks müssen nicht unbedingt töten. Müssen da natürlich auch meistens den Schaden abfangen, das ist das Witz dabei. Na, Tanks müssen Schaden einstellen und austeilen, also. Ja, das ist das Zweite, yes. Gut, da muss ich sagen, Leute. Das war's mit der Runde diesmal. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben oder ein Abo. Kommentar. Oder ein Abo oder ein Kommentar da auf beiden Kanälen. Ne? Weil wir spielen ja gern zusammen. Peace. Und ja, ich würde euch auch mal den Leonidas empfehlen, der das jetzt zum Beispiel Arno gemacht hat, beziehungsweise macht. Ja. Was ich nachher noch mal dran setze mich. Ja, ich muss mich auch nachher noch mal dran setzen an Subnautica. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.